Willkommen zurück zu New Pokémon Snap! In der letzten Folge haben wir diese beiden Gebiete freigeschaltet und eigentlich würde ich gerne hier rangehen, weil die Beschreibung und der Name mehr gefällt, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich möchte lieber irgendwas Spannenderes sehen. Und wenn ich hier so einen Tornado sehe in der Wüste, das ist schon viel spannender als ein bisschen gechilltere Strandeinlage, deshalb gehen wir mal zur Wüste in Volca. Vielleicht können wir aber heute auch beide Orte erkunden. Je nachdem, wie weit wir es heute schaffen. Allgemein, wir wollen ja alles erkunden. Wir starten einfach mitten im Nirgendwo. Im Sand. Alles klar. Oh, was bist du denn hier? Hallöchen, Pion Skora. Möchtest du vielleicht... Oh, du haut ab. Okay. Oh, Elisat. Hallo. Oh, ich habe diese Bälle nicht. Die kriege ich wahrscheinlich später. Was ist denn? Hier ist irgendwas. Da. Was ist denn da? Fußabdrücke. Aha, von einem kleinen Pokémon stammen die. Ah, alles klar. Hey, hier. Nimm den Apfel. Nimm den Apfel. Ah. Komm schon, du willst den Apfel. Awesome. Ja, wenn du es awesome findest. Oh, Tornado. Oh mein Gott, Tuska! Tuska! Tuska ist so ein cooles Pokémon, das ist so underrated, finde ich. Es rollt hier einfach durch die Gegend. Er gibt einfach einen Kack auf alles. Oh lol. Spionscorer ist einfach. Oh, jetzt geht's dir besser? Ja? Okay, gut. Hallöchen. Hier ist ganz viel anscheinend. Eine neue Frucht. Und noch irgendwas. Ach, hier oben. Was hast du noch bekommen? Das ist eine gewaltige Sandrose. Was verbirgt sich wohl in ihr? Wie soll ich das herausfinden? Soll ich da irgendwas reinschmeißen oder was? Ist da irgendwas drin? Ich denke nicht, aber wer weiß. Hä? Was ist denn das hier? Einfach nur ein kleiner Hügel? Okay. Grifeldis. Hey. Ja, okay, zu spät. Die kriege ich jetzt auch nicht mehr. Das sieht voll schön aus hier, diese Oase. Das sieht voll schön aus. Flamli! Hey. Flamli, du willst den Apfel nicht haben? Doch. Nom! Oh Gott, der Apfel brennt! Cool! Oh, Wolverock! In der Tagform. Du chillst ja dein Leben, cool. Ich hab nicht mehr so viele Fotos frei, ich kann das hier mal enden, so langsam. Nicht böse gemeint, nur ich habe nicht mehr so viele Fotos zur Verfügung. Okay, das ist auch ein cooles Bild. Aha. Hier oben auf den Palmen hätte ich vielleicht irgendwas erwartet. Was ist das denn hier? Eine große Ananas. Sehen wir SpongeBob gleich noch? Aber einen schlafenden Elizard sehen wir da noch. Boom. Ah, juckt ihn nicht. Okay, schläft einfach weiter. Hm, alles klar. Oh, hier ist noch was. Hier ist noch was. Links, hier eine Höhle. Das vom Wind ausgehöhlte Loch dient einem Pokémon zum Bau. Aha. Interessant, jetzt rutschen wir hier runter. Vivillons, aber in anderen Farbe. Schön, schön. Ah, du fliegst da oben. Und da ist das Ende. Ah, alles klar. Das ist voll schön hier. Cool. Oh, die gehen sich gegenseitig an. Hier ist irgendwas? Hier direkt. Was ist denn das hier? Im Sand ist etwas verborgen. Vergraben. Hey, was bist du? Bist du ein Pokémon? Oh, du willst essen? Schmeckt's dir? Er isst jetzt alle auf. Cool. Na dann. Okay. Als ob hier einfach ein Pinsir unten ist. Okay, das war ein richtig cooles Bild von Pinsir. Das war's? Das war's.
Oha, das war... Okay, das war echt cool. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was beim rosa Strand auf uns wartet. Aber wir wollen ja erstmal hier noch in der Nacht vorbeischauen, falls wir überhaupt die Level 2 erreichen sollten. Ich glaube, das kriegen wir nämlich nur auf Level 2. Ich bin mir nicht mehr sicher. Willkommen zurück zu Pokémon. So. Vier Sterne, weil das Ding da feststeckte. Okay, cool. Elisa, 3 Sterne, als es gebuddelt hat. Tuska, oh, da habe ich nur 3 Sterne Bilder von. Ist voll sad da. Griffeldes, hier 2 Sterne, warum auch immer da, 2 Sterne. Hier, das ist voll das coole Bild. Hippoterus. Mhm. Sind die Bilder alle ganz okay geworden? Na, da habe ich es leider nicht geschafft, ne? Na. Aber das ist ein gutes Bild, das können wir nehmen. Flimli! 3 Sterne hier. Fressen. Ja, das hier ist interessanter. Ja, Wolverock halt im Hintergrund, ne? Was soll ich da machen? Vivillon halt im Hintergrund, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ja, passt. Dann wollen wir doch mal nachschauen, wie es dem Professor gefällt. A new discovery! Das wird jetzt die ganze Zeit nochmal Spam. Warum war das 4 Sterne? Muss ich nicht verstehen. Tuska. Griffeldes. Ein Pokémon, was ich nie im Team hatte. Weil man es erst ab nach der Hauptstory bekommen kann. Da juckt sich eh niemand mehr für das Ding. I'm sorry. Flamly. Wir brauchen wirklich mehr Starter hier in diesem Spiel. Komm schon. Einen bestimmten Starter will ich unbedingt sehen. Kennt ihr bestimmt alle. So eine kleine Rarität. Nennt sich irgendwie so Bissassam oder so. Kennt ihr vielleicht. Vielleicht sehen wir den auch noch. Ich krieg kein Level ab. Doch. Okay, nice. Oh, du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Oh, ganz knapp sogar, sehe ich gerade. Ganz knapp. Wüstenforschung, Fotografie-Neuling, Spitzenfotosammlung. Okay, das wäre cool. Ja, okay. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle davon jetzt gleich. Okay. Lass mal sehen, was waren so Thumbnail-worthy hier? Gibt es da irgendwas, was hier so Thumbnail, fürs Thumbnail gut war? Lass mal sehen. Das hier, I guess. Das hier war, glaube ich, das beste Foto. Meiner Meinung nach. Zack. Cool. Aha. Und die restlichen Fotos sind okay. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, warum das hier 3 Sterne ist. Oder vor allem, warum das hier das beste Bild der Runde gerade war. Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Akzeptiere ich aber. So, neue Cutscene. Nach der kurzen Werbeunterbrechung. Schauen Sie sich doch diese Pokémon an. Diese beiden Pokémon, die wir noch nie gesehen haben. Was das wohl für Pokémon sind. Oh, keine Cutscene, einfach nur Text. Die Erkundung in der Wüste läuft wirklich gut. Dann könnt ihr euch ab jetzt auch nachts dort umsehen. Bitte macht Fotos vom Lumina-Phänomen, damit ich die Lumina-Kugeln für diese Insel entwickeln kann. Aye, aye, Captain, wird gemacht. Alright. Dann gucken wir uns hier doch mal. Aber ich habe hier Level 2 erreicht. Ja, aber wisst ihr was? Dann gucken wir uns mal in der Nacht um. Vielleicht gehen wir gleich nochmal im Tag rein. Ich will jetzt schon wissen, was passiert ist, weil ich habe ja jetzt Level Up bekommen. Schon tempting, aber... Ich glaube, interessanter wäre es, uns diesen Ort in der Nacht anzuschauen. Und das werden wir jetzt auch tun. Bestimmt gibt es hier viele Geheimnisse. Guck mal, hier ein Knackleon. Oh, alle wach. Ah, Apfel, Apfel, Apfel. Nein, 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 nein. Schmeckt der? Juckt ihn irgendwie nicht. Okay. Ja, Apfel halt, ne? Fress ich jeden Tag.
Freue ich mich nicht drüber. Oha. Selbst die Kinder in Afrika würden sich drüber freuen. LOL! Der Apfel klebt einfach an den Tuska dran. Oha, ist das cool. Oh Gott, ist das cool. Das feiere ich. So, solche Details liebe ich einfach in diesem Spiel. Oh. Was ist denn Sandan? Ist das ein... Was? Mein Controller schüttelt. LOL. Was ist denn gerade passiert? Alles okay? Alter, was ist gerade passiert? Kristallblumen. Muss ich auch noch fotografieren? Ich mach's mal zur Sicherheit. Ich will ja nur sicher gehen. Dass ich alles mitnehme. Und wir gehen jetzt hier hoch? Okay. Ich mag aber diesen Hintergrund zusammen mit diesem Sand. Hat was. Das hat was, finde ich. Oh, alle am Schlafen. Wer hätte es gedacht? Oh, Wolfrock in der Nacht. Das habe ich erwartet. Jetzt mal no joke. Wolfrock in der Nacht ist wirklich eines der beliebtesten Pokémon, habe ich das Gefühl. Ist ja auch nichts Schlechtes oder so. Ich mag ja Wolfrock. Ich hatte selber mal einen, einen Wolfrock im Team. In Sonne. Aber da war es halt die Tagform. Die mag ich mehr persönlich. Weil die sieht normaler aus. Ach Mann. Diese Sandangs kriege ich nicht. Hier, willst du einen Apfel? Hier, Apfel. Ess ihn. Guck mal, wie er sich freut. Er will nicht. Okay, dann nicht. Dann will der andere bestimmt essen. Oder hat der nicht Hunger? Komm schon, ess es. Nam, nam, nam. Ja, genau. Nimm es in den Mund. Genau. Dein Ernst? Verschwinde. Sandan! Oh mein Gott, Sandan! Oh, die kämpfen? Oh, armes Sandan, es hat Angst. Und jetzt rollt es einfach weg. Kangama! Oh mein Gott, wie cool, hier. Oh, Kabado, hi. Nimm den Apfel, Kangama, ich bin großer Fan. Nimm ihn und verstau ihn in dein Lager. Habe ich einen Kragosso gesehen? Oder bilde ich mir das nur ein? Oh, hier ist irgendwas Besonderes. Lass mich mal sehen, lass mich mal sehen. Hey, hey, du bist so schnell! Spiel! Nein! Irgendwas wackelt wieder in meinem Controller. Oh, Miteno. Whatever. Hey, auf zu schweben! Don't ignore me! Sandan. Hey, Sandan, hier, nimm den Apfel. Apfel! Du willst den? Mein Controller wackelt wieder. Vielleicht hört man das auch. Yay. Sandan ist süß. Klein Onyx und Papa Onyx. Ist da gerade ein Tuska auf uns draufgefallen? Kann das sein? Hier ist Mama Onyx. Oh mein Gott, das ist so cool. Oh mein Gott. Gott, ist das cool. Schon wieder wackelt mein Controller. Was ist los? Oh. Irgendwas fliegt hier die ganze... Was ist das? Das ist irgendwas auf dem Boden. Meteno. Leute, da fallen einfach Sternschnuppen-Metenos auf den Boden. Hallo. Hallöchen. Oh, noch ein Onyx. Das war's. Das war's. Okay, also der Tag war schon krass, aber die Nacht, oh, die Überraschungen, die enden nie, glaube ich. Ey, das war richtig cool. Ich bin null enttäuscht. Wow. Das war echt toll. Das ist echt nice. Spiel, gib mir mehr davon. Jede Folge soll so aussehen. Mal gucken, ob wir hier Level 2 erreichen danach. Das wäre schon sick. Aha. Nehmen wir das mal. Tuska. Tuska.
Hat einen freaking Apfel in seinem Kopf. Tuska. Und ein Sundarn, was sich freut. Yay, Sundarn freudig. Ja, das sind beide halt ganz gut, ne? Onyx. Ja, welches Onyx-Bild nehme ich denn mal? Ich könnte doch einfach das hier nehmen. So richtig nah rangezoomt einfach. Ja, sonst kann ich auch das hier nehmen. Ach, keine Ahnung. Volverock. Da haben sie sich ja irgendwie ausdiskutiert. Vielleicht sogar gestritten. Oh, das hat 3 Sterne. Die waren alle 3 Sterne hier. Na, das ist doch ein cooles Bild. Hey, was war ich mit Apfel hier? Keine Ahnung, Mann. Ess ihn halt. Hier, kurz am Dämmen. Meteno. Hä? Warum ist das hier 2 Sterne? Das nur ein, das exakt gleiche Bild. Okay, Spiel. Dann nehme ich halt das 2-Sterne-Bild. Und das kriege ich nicht auswählen, warum auch immer. Na, okay. Das soll's gewesen sein. So, wenn wir hier auch nochmal Level 2 erreichen, würde ich sagen, dass wir hier dieses ganze Gebiet heute so vielleicht sogar abschließen. Dann machen wir das Angebiet in der nächsten Folge. Ist ja auch nicht schlimm, weil die Folgen bei mir ja fast irgendwie fast jeden Tag kommen. Fast auf jeden Fall. Also da verpasst man nichts. Onyx! A new discovery! Oh yeah. Ja, ganz viele neue Discoveries. Je mehr, desto besser, ne? Wir wollen am Ende alle Pokémon mal fotografiert haben. Zumindest ist das mein Ziel. Ob ich dafür auch ein bisschen offscreen spielen muss, weiß ich nicht. Kann gut sein. Werden wir sehen. Alles klar. Und jetzt werden wir auch sehen, ob wir das Level erreicht haben. Zeig mal her, du. Dass du so lange laden musst fürs Leveln. Das war wieder so klar. Bei meinem Glück war das mal wieder so unendlich klar. Oasenumrundung. Übung macht den Meister. Typ Boden. Design 14. Oh, einen Rahmen kann man sich machen? Das möchte ich mir mal kurz anschauen. Oase als Profilbild. Cool, das möchte ich mir mal anschauen. Schon ganz nice Bilder, aber ich glaube, das Tuska-Bild hier. Ey, komm schon, das ist schon Thumbnail-worthy, oder? Das ist schon Thumbnail-worthy, finde ich. Das ist doch voll geil. Oh, Mann. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Krasses? Das ist halt noch ein krasses Bild. Ey, yo! Hast du gerade dafür geschmissen? Was soll der Scheiß? Ja, sorry, Bro. Wenn du den Apfel nicht haben möchtest, wenn du allergisch gegen bist, keine Ahnung, lass ihn was halt, ne? Lass was halt. Hier noch das Sundarn. Hab ich viel Auswahl später. Alles klar. Dann lasst uns zurück zum Basiscamp gehen. Bevor ich jetzt noch eine Strecke mache, würde ich tatsächlich erstmal kurz nachschauen beim Online-Dings, was es mit den Rahmen auf sich hat, weil ich glaube, darüber haben wir auch noch nie irgendwie mal irgendein Wort zu hören bekommen von den Tutorial-Gebern hier. Ich weiß, ich mache gerade sehr komische Erklärungen. Egal, gehen wir mal zur Online-Funktion, die ich übrigens noch nie benutzt habe. Nicht so wirklich. Außer halt hier dieses Online-Profil halt. Da kann ich mal ein bisschen ändern hier. Spitzenfotosammlung, das ist doch cool. Ansonsten, neue Profilbilder gibt es. Aber wie macht man sich denn so einen Rahmen? Das würde mich mehr interessieren. Wie macht man sich denn einen Rahmen? Fotos anderer Spielerranglisten. Deine Ecke vielleicht? Vielleicht kann man sich hier in den Rahmen reintun. War schon das T-Teil, Nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es mit den Rahmen auf sich hat. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir davon noch irgendwas gesagt. Ja, diese... Hier, kriegst du eine Apfelmedaille. Das habe ich gerade zu nebenbei gesehen. Ich wollte eigentlich nur sagen, Diese Tutorial-Tipps, whatever, die ignoriere ich immer, weil die mich langweilen.
Geiles Bild. Ja, das wird das Spiel, das mich noch auf Kopja umsehe, aber das machen wir in der nächsten Folge. Da wir hier Level 2 erreicht haben, würde ich sagen, gucken wir uns das hier noch an. Und wenn noch Zeit ist, level ich kurz offscreen auf Level 2 hier hoch und dann gucken wir uns das auch nochmal an. Vielleicht können wir dann hier direkt schon Lumina-Pokémon finden. Ansonsten in der nächsten Folge der rosige Strand, auf den ich mich auch schon freue. Weil das sieht echt nice aus. Ja, Level 2. Hier steht direkt ein Illusat, das ist neu, das sehe ich sofort. Deine Intuition sagt dir, was es Neues zum Entdecken gibt. Okay. Ach so, diese Hügel sind die Pionsgora, die verstecken sich dort. Alright. Was denn? Hä? Hä? Diese Fußspuren stammen von einem kleinen Pokémon. Achso, das hatten wir doch schon. Jetzt hatten wir doch schon. Guck mal, es ist wach geworden und hat sich erschreckt. Und esst den Apfel. Oh, süß. Nice, nice. Und da ist Duska. Er ist stuck in dem Tornado und es fliegt. Flieg, Duska, flieg. Du bist frei. Duska? Au. Alles gut, Bro? Alles gut? Noch mehr Äpfel? Noch mehr? Noch mehr? Noch mehr vielleicht? Willst du noch mehr Äpfel? Ach komm, du bist doch bestimmt einen noch. Duska, der Apfelkönig. Mann, kennt ihn. Ja, ja. Hier ist doch bestimmt irgendwas. Komm schon. Hi, na? Ey, die Pokémon sehen so krass aus in HD. Ein Pokémon-Spiel in HD, ey. Da muss man erstmal. Wo muss man erstmal kommen? Okay, aber die Schatten sind irgendwie nur in 2 Frames per Second. Pokémon selber aber viel hochauflösender. Und alles. Wow. Wow. Was macht denn Tuska da? Okay. Hat irgendwie kurz seine Hände gerieben. Aber warte mal, aua! Ich bin doch stachlich. Hey, renn doch nicht weg von mir. Was, Kanunge? Naja, nicht. Ah, hier sind überall Truskas. Versuch mal einen Scan durchzuführen. Ja, und dann? Oh! Oh, ich hab den Weg gewechselt! Yo! Yo, ich hab den Weg gewechselt. Hier ist ein Despotar. Wow! Oh mein Gott, hier ist einfach ein Despotar. Was ist denn hier? Hier ist überall so viel! Baumfrucht. Das Butter ist am Schlafen. Ey, wach auf, das Butter! Godzilla, wach mal auf hier! Wach mal auf hier! Ey! Oder brauche ich dafür die Bären, Bälle, diese besonderen. Ich glaube, dafür brauche ich besondere Bälle. Diese Leuchtkugeln. Wunderbälle. Aber ich glaube, sonst ignoriert er mich. Schläft im Stehen. Das würde ich auch mehr gerne können. Kann ich aber nicht. Tut mir leid. Das kann ich nicht. Ich kann auch wirklich... Oh, lol, lol. Lol. Alter, das Boss sieht so geil aus in diesem Spiel. Aber AI ist genauso wie ein Shadow Shield, wie ich sehe. Hey. Ignoriere mich nicht. Oh mein Gott, das war ein mega geiles Bild. Irgendwas sagen, aber jetzt habe ich es vergessen. Egal, worth it. Ja, was geht? Gut, die meisten Bilder habe ich von Despotar. Kann das sein? Alter, wie geil. Ich wünschte, das Foto wäre von mir. Ha! Das macht dafür gar nichts. Wir haben so viele Freunde, so viele Companions. Aber irgendwie sind die alle nur im Labor. Wow! Oh, Onyx, Onyx! Holy shit. Yo! Yo! Wie heftig. Oh nein, das kommt auf mich zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie war das? Das ist nicht das schönste Spiel auf der Switch. Change my freaking mind. Und man hört ja auch nur Gutes vom Spiel, also... Kauft es euch! 60 Euro! Ihr seht ja, was ihr damit bekommt. Es ist worth it! Willst du einen Apfel essen? Und nix? Nein? Doch? Oh doch, will er!
Nein, ich sehe es aber nicht mehr, oder? Oh, nix. Oh, nix. Ich werde dich vermissen, Bruder. Schwester, ist es weiblich? Ich werde dich vermissen, Schwester. Oh, Mann. Oh Gott, das Spiel ist einfach zu geil. Der Anfang des Spiels, die ersten beiden Gebiete, dachte ich so, na, die sind okay, aber ein bisschen zu langweilig für mich, actually. Auch wenn es natürlich cool ist. Aber das hier, für so ein Gebiet wie das hier, dafür habe ich meine 60 Euro ausgegeben. Das habe ich gewollt, das habe ich erwartet und jetzt bin ich zufrieden. Ich weiß, was ich laber. Das war toll für mich. Ich bin glücklich, okay, lasst mich. Ja. Du machst Nom Nom und tanzt dann rum. Yeah! Das schon. Warum ist das hier zum Beispiel wieder. Warum ist das hier zum Beispiel wieder 4 Sterne? I don't get it. Das ist cool. Bei Hypoteros auf 1 Stern können wir ja zumindest machen. Als ob ich keine 4 Sterne Bilder hatte! Das war kein. Das hier ist keine 4 Sterne wert? Are you freaking kidding me? Wie ist das keine 4 Sterne wert? Das ist voll das geile Onyx-Bild. Ohne Motiv. Heftig. Alles klar. Boah, ich will gleich mal aufhören. Ich will weiterspielen. Ich war noch nie so gehypt für dieses Spiel wie jetzt gerade. Wow, das verblüfft mich gerade einfach, weil das so nice war. Zack, 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 zack. Despota! New Discovery! Despota habe ich mal auf jeden Fall mal benutzt, mindestens einmal. Ich habe schon öfter benutzt, das weiß ich. Ich weiß, in einem normalen Playthrough habe ich es in X benutzt. War das X? Ich habe in X immer Pokémon benutzt, die Mega-Entwicklungen hatten. Deshalb weiß ich, dass ich Despota auf jeden Fall benutzt hatte. Oh, das wird doch mal cool, wie man so sieht, wie so einen Megastein finden und den benutzen und dann so eine Mega-Entwicklung durchführen. Das kann man dann abknipsen. Das wäre doch geil. Ey, komm schon. Das hier sind doch voll die lustigen Bilder. Kannst mir nichts erzählen. Das sind doch voll die lustigen Bilder. Ich weiß nicht, welches von den beiden Bildern ich mehr mag. Autsch. Innere Ruhe. Er ist glücklich. So, aber das geilste Bild finde ich immer noch. Ah, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Das sieht man nicht oft. Da bin ich der gleichen Meinung. Und es gab hier noch das Onyx-Bild, was ich gefeiert habe. Hier das eine Onyx hier komplett am Rumschreien. Und dann das andere Onyx denkt sich so, Bro, alles okay bei dir? Jetzt muss man hier links noch so einen Meme-Text einfügen. Ja, das war echt eine richtig nice Fahrt. Das war eine nice Fahrt. Habe ich gerade gesagt. Wow. Cool. Ja, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt schon die Folge beenden? Eigentlich will ich nochmal Nacht machen, aber da müsste ich dann jetzt erstmal ein bisschen leveln. Also ein Level hoch. So, ich habe mich dazu entschieden, nochmal die Nacht zu machen. Und während ich auf Level 2 gelevelt habe, ist mir aufgefallen, dass wir letzte Folge eine Musikbox bekommen haben, die ich komplett vergessen habe. Man kann damit zum Beispiel, was ich jetzt ein bisschen ausprobiert habe, nicht so viel, kann man zum Beispiel die Onyx aufwecken und dann wackeln die so ein bisschen rum. Das werden wir jetzt bestimmt auch nochmal sehen. Hier auf Level 2, was ich noch als Bonus in diese Folge gerne packen möchte. Falls es auch reichen sollte, aber jetzt habe ich mich sowieso schon dazu entschieden. Okay. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das ist die Musikbox. Kann man auch mitten schon drin stoppen. Zack. Ich glaube, Tuska essen auch den Apfel, wenn man den nicht auf die drauf schmeißt.
Ich meine, die haben den Apfel gegessen, kann das sein? Er wundert sich auf jeden Fall. Hm, keine Ahnung. Tuska, seid ihr mich übrigens schon voll? Jetzt schon. Ey, mach mal auf hier. Tanz rum für mich. Oh, das ist ein cooles Bild. Oh, das war ein cooles Bild. Yo, danke, Mann. Danke, Mann. Man kann aber immer nur ein Bild auswählen. Das ist schon schade, finde ich. Wow, das ist also passiert. Da ist ein Meteno auf ihn geflogen. Auf das Pion Scora. Oh, really? Ja, echt. Echt so. Wow, ein Apfel. Den will ich aber reinbeißen. Nom, nom, nom. Yahoo! Süß. Ja, da ist die Blume. Aber ich denke, die Strecke ist auch gar nicht mal so lange. Ja, ich denke, das passt eigentlich noch so relativ in die Folge rein. Ich glaube, hier hinter ist sogar schon das Ende. Also nicht sofort das Ende, aber halt. So, das ist so die erste Hälfte hier und ich glaube, hier drüben ist die zweite Hälfte. War das so? War das so? Nein, war es nicht. Es gibt drei Hälften. Okay, das ist jetzt die zweite Hälfte. Hier war die Oasis. Die habe ich vollkommen vergessen. Was ist was? Aber nichts Neues. Hä? Doch! Man kann jetzt hier lang. Jo. Jo, bye, ne? Bye, have a great time. Ne? Man sieht sich. Bye. Ja, vielleicht soll ich noch ein Foto von ihm machen. Da habe ich ihn zumindest mit einem Stern. Oder habe ich ihn nicht schon mit einem Stern? Ob es hier was zu sehen gibt? Oha. War mein Bild etwa nicht so interessant? Okay, danke. Mach mal auf. Ich mag die Musik, die da spielt. Oh, er ist aufgewacht. Tanz rum! Oh, er wälzt sich! Oh, wie knuffig! Und du? Hey! Oh, es geht. Okay. Der wälzt sich immer noch. Ja, der ist auch gerade aufgewacht, hat so schönes Nickerschläfchen. Nickerschläfchen vor allem. Nickerchen. Da unten, was ist das denn? Was? Libeldra? Hier? Ich meine, ja, da gibt's Knackleon. Aber was macht die letzte Entwicklung hier? So komplett out of context einfach. Hier unten, was? Da will ich gleich vorbeischauen, warte. Tanzt du? Tanz bitte für mich. Wolverock, come on. Tanz doch für mich. Du kleiner. Oh. Cool, cooles Bild. Hey, es gibt jetzt so viele Bilder fürs Thumbnail. Ich kann mich nicht für entscheiden, Mann. Was, hier links? Oh. Mein Gott, das ist süß. Oh, nein. Ich habe das Libeldra geweckt. Nein, verlass doch deine kleinen Kinder nicht. Hey! Wie sauer es einfach auf mich ist. Alter. Bye, bye. Oh, shit, das war cool. Oh, ist auch schon das Ende. Das war's schon. Hey, willst du noch mal kurz tanzen für mich? Tanz noch mal für mich. Schade. Puh, also. Boah, das war bisher meine Lieblingsfolge, glaube ich. Oh, kann der rosige Strand das noch toppen? Oder wie auch immer dieser Strand hieß. Kann der Strand das in der nächsten Folge noch toppen? Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Jetzt werden wir nur noch ein paar Bilder auswählen. Und ja. Genau. Der schön den Apfel gegessen. Na, war's happy. Yay! Nehme ich das Bild, mag das mehr. Das ist schon ein cooles Bild. Kangama. Das ist voll das coole Bild. War das drei Sterne? Ja, das war drei Sterne, perfekt. Das ist voll das coole Bild. Ja, wie süß wälzt. Und ein Libeldra haben wir auch noch fotografieren können. Hier mit drei Sternen, aber hier drüben nochmal mit drei Sternen viel besser. Cool. Ganz ehrlich, man braucht nicht so viel Varett in einem Pokémon.
wenn man es richtig macht, so wie hier. Das hier ist cool irgendwie. Kangama, ey. Das ist so ein cooles Bild. Das ist auch voll das coole Bild geworden. War vielleicht ein bisschen nah, aber come on. Libeldra, a new discovery. Oh Gott, ich sehe schon, die nächste Folge wird genauso lang wie hier jetzt. Oh Gott. Ja, es tut mir leid, ich bin gerade so gehypt und will so viel wie es geht in eine Folge packen, damit ihr auch was zu sehen habt. Ja. Dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge. Ich werde nochmal ein bisschen Fotos mir anschauen. Muss ja am Ende überlegen, welches Foto ich fürs Thumbnail nehmen will. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Pokémon New Snap oder New Pokémon Snap. Whatever. Bye.